Hallo Freunde, willkommen zurück zu Raft. War ein bisschen holprig. Ich hatte eigentlich eine Episode mehr aufgenommen, als ich veröffentlicht habe. Das heißt eigentlich bis für euch vorgestern, für mich heute. Ich habe das dann zufällig gesehen, als ich den Sonntagsausflug hochgeladen habe, dass die Episode nicht veröffentlicht wurde. Es tut mir sehr leid. Ich habe versucht, das alles mit Zeitplanung richtig zu machen, aber irgendwie hat es eben nicht so ganz hingehauen. Aber ich würde sagen, passiert ist passiert. Jetzt gibt es neue Episoden. Ich hoffe, das läuft jetzt auch alles. Wir sind derzeit sehr knapp, was Planken angeht. Ich kann hier nicht mal mehr das Essen zubereiten. Ich kann keine neuen Pfeile mehr bauen. Ich kann das Floß nicht weiter aufrüsten oder so. Das bedeutet, da wir jetzt den Hai erledigt haben, mache ich mich jetzt erstmal daran, die neue Insel ein bisschen zu erkunden. Und wenn wir hier sind, benutzen wir die Axt, um wenigstens eine Handvoll Planken zu organisieren. Von dem Riesenvogel möchte ich eigentlich erstmal noch Abstand halten. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir zum einen erstmal ein bisschen Material organisieren und zum anderen möglichst lange am Leben bleiben. Im Moment habe ich nicht genug Pfeile, um mich mit dem Piepmatz anzulegen. Dementsprechend sammeln wir jetzt noch, gucken uns mal an, wie die Insel so aufgebaut ist, was wir hier vielleicht finden können, ob wir hier noch andere Gefahrenquellen haben. Bei einer Insel dieser Größe würde ich zum Beispiel noch mit einem Wildschwein rechnen. Wäre schön, wenn das Wildschwein nicht wieder direkt unter dem Vogel wäre. Aber Palmen nehmen wir erstmal mit, was wir kriegen können. Ich habe in der Nähe vom Floß auch schon ein bisschen gelauscht. Man kann diese Kugelfische hören. Das ist so ein Geblubber im Wasser. Dementsprechend weiß ich, wir haben Kugelfische hier. Das bedeutet, wir können explosives Pulver organisieren. Und damit können wir dann Munition für unseren Netzwerfer herstellen. Das heißt, wenn alles klappt, kriegen wir hier tatsächlich ein bisschen Viecher gefangen. Ich hoffe, dass das alles hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Aber für jetzt erstmal, wie gesagt, Insel erkunden. So ein bisschen sehen, wie es hier läuft. Gefahren identifizieren. Und dann machen wir einen Plan, wie wir die Gefahren loswerden. Falls nötig. Ich meine, wenn der Vogel da drüben die einzige Gefahrenquelle ist und in der Nähe nichts Wertvolles zu holen, wer weiß, vielleicht können wir darauf verzichten, uns mit dem anzulegen. So viel zu dem Plan. Da haben wir hier drüben auf jeden Fall schon mal eine Wildsau. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt wird es demnächst auch dunkel. Das bedeutet, es wäre an sich clever, wenn wir vielleicht zurückgehen zum Floß und erstmal das Material verarbeiten, das wir inzwischen gesammelt haben. Ich meine, wir haben ein paar Planken. Damit können wir schon mal was anfangen. Ich bin der Meinung, ich habe hier in der Nähe auch schon den Eingang zu einer Höhle gesehen.
Das wäre hier. Sehr gut, da können wir noch mit einer Schaufel herkommen. Pilze, das ist schon mal eine feine Sache. Das ist schon mal eine Menge Zeug. Hilft enorm. Wunderbar. Die ganze Erde brauchen wir später noch. Ich möchte im oberen Stockwerk vom Seestern eine kleine, ja, nicht so kleine grüne Oase einrichten. Da hilft das enorm. Mango. Ja, pass mal auf. Kümmern wir uns um ein paar Ananas. Und da sind dann die Mangosamen dran. Sehr schön. Die Mango an sich ist dann eher unwichtig. Alles klar, dunkel ist es. Und dann würde ich sagen, Rückweg. Fällt mir gar nicht, wenn der solche Schatten wirft. Ich glaube, der rupft gerade an einem Stein. Da oben gibt es mit Sicherheit auch noch was zu holen. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir hinkommen. Da. Ja, ich habe es mit dem Seestern leider nicht geschafft, bis da vorne hinzukommen, wo ich eigentlich an Land wollte. Da ist mir das Paddel vorher krepiert und ihr seht schon an der Meeresströmung hier, das geht hier brutal gegen die Strömung. Dementsprechend mal sehen. Mit etwas Glück verbeißt sich der Hai gleich irgendwo. Haben wir vielleicht genug Zeit an Land zu, aufs Floß zurückzukommen. Oder wir sind schnell genug. Soweit, so gut. Das passt soweit. Alles klar. Bauen wir ein paar Pfeile. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir gleich. Dann brauchen wir Kunststoff. Ich weiß, ich habe da eine ganze Kiste voll. Die Frage ist, benutze ich das lieber aus einer anderen Kiste, aus der hier zum Beispiel. Ich muss mich allerdings auch erstmal wieder ein bisschen orientieren hier. So wie es im Moment aussieht, war ich lange nicht mehr hier und ich weiß nicht mehr genau auswendig, was in welcher Kiste ist. Zumal das hier beim aktuellen Seestern natürlich alles noch recht neu ist. Dementsprechend wird es am Anfang ein bisschen holprig, da bitte ich um Geduld. Aber irgendwann werde ich es dann auch wieder haben. So, lass mal gucken. Irgendwo ging noch eine Treppe nach oben. So, das hier oben soll mal die grüne Oase werden. Wenn die Dachflächen fertig sind. Aber für die Dachflächen brauche ich jede Menge Material. Das sammle ich nicht auf der Insel. Das machen wir, wenn wir wieder unterwegs sind. Okay, eigentlich suche ich gerade eine Kiste, wo ich die Pflanzensamen reinstecken kann. Ich könnte schwören, die ist ursprünglich mal geplant gewesen für oben. Jetzt habe ich schon die zweite Materialkiste. Nicht optimal. Machen wir es doch erstmal hier rein. Das ist quasi so die
Sammelkiste, von der aus dann alles sortiert werden könnte. So. Nope. Nope. Es ist immer die letzte. So. Steine brauche ich noch. Nein. Nein. Ja. Mehr Kunststoff. Okay, das muss dann erstmal reichen. Das gibt es eine Menge Pfeile, mit denen wir arbeiten können. Ihr hört das Geblubber im Hintergrund. Das sind die Kugelfische. Mein Gott, Worte sind schwierig heute. Nehmen schon eine Weile auf. Seile, ein Bolz, zwei Metallbarren. Seile, Metallbarren und irgendwo hatte ich noch Bolzen. Dann nehmen wir noch einen Metallspeer. Hilft. Die beiden Kisten sollte ich irgendwann zusammenfassen. Okay. Dann können wir hier ein bisschen Feuer machen. Und dann schlage ich vor, wir legen uns ein bisschen hin, bis wieder Tag ist. Dann können wir weitermachen. Klar, soweit. Ich kontrolliere gerade ein bisschen, ob der Hai den Seestern angeknabbert hat. Sieht im Moment aber gut aus. Alles klar. Dann haben wir einen Speer. Wir haben reichlich Munition. Dann könnten wir uns auf die Socken machen, uns mit einer Wildsau anzulegen. Das war einfach. So. Wasser. Stimmt. Da hätte ich jetzt noch ein bisschen Pausenbrote mitnehmen können. Und nur mal für den Fall. Ich bin mir fast sicher, dass ich einmal sterben werde bei der Geschichte. Mädels, lasst euch nicht stören. Super, hat geklappt. Ja, nur für den Fall sollte ich vielleicht einiges an Material hier lassen. So, ich denke, den Hammer lasse ich auch mal noch hier. Warum nicht? Dann habe ich den Bogen. Ich habe ein bisschen Trinkwasser. Wobei ich das eigentlich nicht in der Flasche transportieren möchte, wenn ich sterbe. Ja, das ist sehr blöd. Das heißt, bei Durst kommen wir zurück zur Insel. Ist weit genug weg, das läuft. Und bringen wir den mal hier rüber. Auf geht's. So, wir sind jetzt bei 54 Pfeilen. Die Frage ist, wie viele treffen und wie viele brauchen wir? Grundsätzlich sollte das eigentlich reichen mit den Pfeilen.
Und da drüben ist die Wildsau. Es wäre natürlich toll, wenn wir es da oben hinschaffen könnten. Dann erreicht uns die Sau nicht so leicht. Okay. Drei Stück schon versemmelt. Wow. Das ist ja gefährlich. Okay. So weit, so gut. So, drei haben, glaube ich, verfehlt. Sind wir bei 43, 3 haben verfehlt, dann wären wir bei 47, das heißt mit 7 Fallen war die Wildsau erledigt. Ungefähr. Gar nicht so schlecht eigentlich. So, die Pfeile hier müssten despawned sein, ich glaube nicht, dass ich die wiederfinde. Wenn man ein bisschen Platz hat und weiß, womit man es zu tun hat, ist das gar nicht so schwierig. Ich glaube allerdings, dass ich diesmal keinen Liebesfelsen habe, um gegen die Piepnuts zu kämpfen. Screecher oder wie das Ding heißt. Bevor ich die Insel eigentlich richtig erkunde, möchte ich mir sicher sein, dass da nicht noch andere Gefahrenquellen sind. Ich meine, klar, wir erkunden die Insel, um Gefahrenquellen und mögliche Beute zu finden. Aber ich will jetzt zum Beispiel noch nicht auf den Gipfel des Berges, wenn ich nicht genau weiß, dass hier unten einigermaßen friedlich ist. Da drüben hätten wir sogar wieder so einen überstehenden Felsen. Das könnte helfen. Und das Ding ist in der Nähe. Hier ist jede Menge Wasser. Das heißt, er muss relativ nah ran, um die Steine auszugraben. Das könnte klappen. Es gibt in dem Spiel keinen Fallschaden. Aber man muss ja nicht direkt hier Bungee Jumping ohne Seil betreiben. Mal Leder. Mit dem Leder, das wir schon haben, kommen wir schon fast in die Region, dass man anfangen kann, Kleidungsstücke herzustellen. Ja, das funktioniert. Die Ananas helfen uns ein bisschen länger durchzuhalten. Da ist er.
Der hat schon wieder einen Stein gefunden. So nicht. So, schauen wir mal, dass wir ihn jetzt im Auge behalten. Das bringt uns herzlich wenig. Jetzt habe ich natürlich auch kein Material für einen Ersatzbogen dabei. Fantastisch. Wirklich gut vorbereitet. Naja, dann finden wir vielleicht gleich raus, ob ich da was mit dem Speer machen kann gegen das Ding. Ich glaube nicht. Au. Ja, so viel zu der Idee. Ich renne ihm mal entgegen und versuche mit dem Speer zu kitzeln. Ich glaube, mit einem Speer würde das eine ganze Weile länger dauern. Okay. Nicht so gut. Nahkampf gegen die Dinger, ganz blöde Idee. Dann, ja. Schauen wir mal, ob wir das Material wiederkriegen. Oder ob das sofort despawnt. Das wäre natürlich sehr blöd. Aber ich bin froh, dass ich die Flaschen da gelassen habe. Ich meine, gegen die Wildsau kamen wir besser zurecht, als ich dachte. Der Vogel jetzt. Da musste ich jetzt mal, oder wollte ich jetzt mal ein bisschen mehr riskieren. Ich wollte nicht zurück und einen neuen Bogen bauen und Schnickschnack. Dementsprechend. Ja, nehmen wir das einfach mal als Lernerfahrung. Und die Frage ist jetzt, haben wir da noch die Chance, unser Zeug zu kriegen? Da sind ein paar Metallwerkzeuge dabei. Das wäre schon schön, wenn das zurückkäme. Neuer Speer, neuer Haken. Die Axt war noch ein bisschen gut. Ein Haken, der auch noch eine Weile durchgehalten hätte, denke ich. Und die Sonne geht langsam wieder unter. So, gucken wir mal. Finden wir so eine Art Rucksack oder irgendwas, wo unser Zeug drin ist? Ich glaube nicht. Müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Der war relativ nah dran. Wo wir wieder beim Thema sind. Nee, das Zeug ist weg. Sehr schlecht. Na gut, dann würde ich sagen, geht's zurück. Wir organisieren noch ein bisschen Baumaterial.
ätzend ist natürlich, dass die Pfeile jetzt auch alle weg sind. Aber dagegen kann ich jetzt leider gerade nichts machen. Das bedeutet, ich würde die Episode für heute dann schon beenden. Ich weiß, es ist wieder etwas kürzer. Aber bis ich jetzt wieder die ganze Ausrüstung zusammen habe, den Charakter auf Vordermann habe und es dann wieder einigermaßen hell ist, ja, muss ich euch hier nicht festhalten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode dann wieder mit ein bisschen Vorbereitung und hoffentlich dann gegen den Piepmatz, wobei das schwierig wird. Langwierig. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.